Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Kirby hat seinen Anfang auf den Gameboy ganz bescheiden gestartet und ist heute eines der bekanntesten und beliebtesten Nintendo-Charaktere, die es überhaupt gibt, und hat in so jeder Konsolengeneration seine ganz eigenen Spiele hervorgebracht. In diesem Video zeige ich euch, wie sein Start war und wie die Spiele auf den Gameboy aussahen. Nicht erschrecken, eine kurze Werbung in eigener Sache. Mein neues Buch Gameboy Geheimtipp 2 ist nämlich jetzt erhältlich. Auf 84 Seiten stelle ich euch 34 Spiele vor, die kaum jemand kennt, aber unbedingt mal einen Blick wert sind. Dazu gibt es ein Mega Man Special, in dem ich alle Mega Man Spiele für den klassischen Gameboy genauer unter die Lupe nehme. Das Ganze kommt als farbiger Doppelseiten-Guide, verfügbar als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Verfügbar übrigens auf Amazon. Den Link zu der Bestellung findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wenn man heute an die Kirby-Serie denkt, kommen einem sofort die pinke Knuddelkugel, unzählige Fähigkeiten und bunte Welten in den Sinn. Doch alles begann 1992 ganz bescheiden auf dem klassischen Gameboy mit Kirby's Dream Land. Obwohl das Spiel nicht viel von dem bot, was die Serie später definieren sollte, legt es den Grundstein für das, was eine der bekanntesten und beständigsten Serien von Nintendo werden würde. Das Spiel ist im Vergleich zu den späteren Teilen geradezu simpel. Kirby, der hier übrigens noch weiß war, muss durch 5 kurze Level laufen, um den fiesen König Dedede zu besiegen, der alle Nahrungsmittel aus Dreamland gestohlen hat. Das Spiel ist ein klassisches Jump'n'Run, bei dem Kirby sich durch die Level schwebt, springt und Gegner verschluckt. Und hier kommen wir auch schon zu dem größten Unterschied zu den späteren Spielen. Hier kann Kirby keine Fähigkeiten von Gegnern kopieren. Der Kirby, den wir heute als wandelnden Tausendsasser mit Schwert, Feuer oder Eishut kennen, war ursprünglich nämlich eher ein schlichtes Wesen. Gegner aufsaugen, verschlucken oder als Projektil wieder ausspucken. Das war es dann alles, was er konnte. Kein Schwertkämpfer-Kirby, kein Bomben-Kirby oder ähnliches. Und obwohl das anfangs enttäuschend klingt, ist es doch faszinierend, wie gut das Gameplay auch ohne diese Mechanik funktioniert. Die Fähigkeit, die Kräfte der Gegner zu übernehmen, wurde erst im Nachfolger Kirby's Adventure auf dem NES eingeführt. Heute ist das Copy-Feature schon fast das Markenzeichen von Kirby, aber es war ursprünglich nicht einmal Teil seines Konzepts. HAL, das Studio hinter Kirby, wollte erst ein simples und zugängliches Spiel entwickeln, das sich perfekt für den Gameboy eignet. In dieser Hinsicht haben sie hier absolut abgeliefert. Das Spiel ist leicht, gut spielbar und vor allen Dingen perfekt auf die Fähigkeiten des Gameboys zugeschnitten. Eines der besten Dinge aus dem Spiel ist definitiv der Look. Trotz der Beschränkungen des Systems schafft es das Spiel, eine charmante und lebendige Welt zu präsentieren. Die Level sind einfach, aber liebevoll gestaltet. Die Gegner, wenn auch natürlich recht generisch teilweise, zeigen bereits das Potenzial, das die Serie später entfalten sollte. Kirby selbst ist eine Meisterleistung eines minimalistischen Designs. Ein einfacher Kreis mit Augen, der sich unglaublich flüssig und charmant bewegt. Und besonders erwähnenswert ist auch die Musik. Auch wenn das Soundchip des Gameboys limitiert war, hat der Komponist Jun Ishikawa einige der denkwürdigsten Melodien der Serie geschaffen. Wer hat da nicht sofort diese Melodien im Kopf, wenn er an Kirby denkt? Hier erwartet euch übrigens definitiv kein langes Spiel. Ein geübter Spieler kann es hier in etwa einer Stunde durchspielen, was zu der Zeit allerdings jetzt auch nicht ungewöhnlich war. Das Spiel ist simpel, aber charmant und obwohl es im Vergleich zu den späteren Kirby-Spielen fast schon rudimentär wirkt, hat es dennoch etwas Magisches. Kirby's Dream Land mag nicht das komplexeste oder beeindruckendste Spiel der Serie sein, aber es hat einfach etwas Zeitloses. Es ist der Start einer Legende und für Fans der Serie ein absolutes Muss, diesen Ursprung einmal selbst erlebt zu haben. Es ist einfach heute immer noch gut spielbar. Punkt. Beim ersten Abenteuer auf den Gameboy wagte sich Kirby in ein ganz neues Gefilde. 1993 erschien Kirby's Pinball Land. Hier wird Kirby, wenig überraschend, als Ball verwendet, den man durch 3 verschiedene Pinball-Tische schießt. Diese Tische sind thematisch an Kirbys typisches Dreamland angelehnt und beinhalten viele bekannte Gesichter und Gegner, die Fans bereits aus den ersten beiden Teilen der Serie kennen. Jeder Tisch besteht aus mehreren Abschnitten und das Ziel ist es, nach oben zu gelangen, um einen Miniboss zu besiegen.
hat man alle Minibosse auf allen drei Tischen erledigt, erwartet der böse König DDD als finaler Bossgegner natürlich. Und was sofort auffällt, ist die Liebe zum Detail. Jedes Level ist quasi, naja, bunt gestaltet, auch wenn der Gameboy natürlich nur in Graustufen daherkommt. Die Bildsprache von Dreamland mit all den lächelnden Bäumen, flauschigen Wolken und skurrilen Gegnern ist perfekt auf die Flipper-Mechanik abgestimmt. Und natürlich darf auch der unverkennbare Soundtrack nicht fehlen. Jun Ishikawas fröhliche Melodien begleiten das hektische Gekugel und schaffen eine entspannte und fast nostalgische Atmosphäre. Während normale Flipper-Spiele oft nur daraus bestehen, Punkte zu sammeln und möglichst lange im Spiel zu bleiben, gibt es hier einen frischen Twist. Jeder Tisch hat eine kleine Herausforderung und interaktive Elemente, die mehr an ein Jump'n'Run erinnern als an ein traditionelles Flipper-Spiel. Du kannst zum Beispiel Gegner besiegen, indem du Kirby auf sie schleuderst, bestimmte Schalter aktivieren oder Bonusräume betreten, die dir besondere Belohnung verschaffen. Es gibt wirklich immer etwas zu tun und der Schwierigkeitsgrad steigt mit der Zeit, was das Spiel herausfordernd, aber nicht frustrierend macht. Kirby lässt sich zudem sehr präzise steuern, sodass man das Gefühl hat, jederzeit die Kontrolle zu haben. Ein nicht zu unterschätzter Punkt in einem Spiel, das auf Timing und Geschicklichkeit setzt natürlich. Das Spiel ist wie viele Kirby-Spiele auf den ersten Blick sehr einfach. Du startest und schleuderst Kirby als Ball durch die Gegend, versuchst nicht in die unterste Ebene zu fallen und arbeitest sie stetig nach oben vor. Das Schöne an dem Spiel ist jedoch, dass es trotz seiner simplen Grundmechanik süchtig machen kann. Es ist eines dieser Spiele, bei denen du denkst, ach komm, noch eine Runde und plötzlich sind Stunden vergangen. Allerdings muss man natürlich etwas zugeben, dass das Spiel jetzt nicht besonders tiefgehend ist. Es gibt keine großartigen Power-Ups, keine versteckten Geheimnisse und auch keine komplexen Strategien. Wer also nach einem narrativen oder herausfordernden Spiel sucht, wird hier natürlich etwas enttäuscht sein. Für Fans von schnellen und leicht zugänglichen Spielspaß jedoch die perfekte Option. Wenn du nach einem leichten, unterhaltsamen Spiel für zwischendurch suchst, das dich in die Welt von Dreamland zurückversetzt, dann ist Kirby's Pinball Land natürlich genau das Richtige für dich. Es mag simpel sein, aber ist dennoch ein perfektes Beispiel dafür, wie Kirby nahezu jeden Genre Grenzen klammert, selbst als Flipperkugel. Nach dem erfolgreichen Debüt von Kirby's Dream Land auf den Game Boy war klar, dass der knuddelige Held zurückkehren würde. 1995 erschien dann auch der Nachfolger, der auf den Stärken des Originals aufbaute, aber jede Menge neue Ideen mitbrachte, die das Gameplay deutlich erweiterten. Schon auf den ersten Blick ist das Spiel umfangreicher als sein Vorgänger. Während das erste Spiel nur recht linear und simpel aufgebaut war, führt der zweite Teil eine Weltkarte mit verschiedenen Inseln und Stages ein, was dem Spiel mehr Tiefe und Komplexität verleiht. Kirby bewegt sich nun durch 7 verschiedene Welten, jede mit mehreren Leveln, was für eine deutlich längere und befriedigendere Spielerfahrung sorgt. Eines der größten Neuerungen sind Kirby's tierische Begleiter. Rick, der Hamster, Kine, der Fisch und Kuh, die Eule, stehen Kirby in seinen Abenteuer zur Seite. Diese Tierfreunde sind nicht nur süß und charmant, sondern bieten euch auch eine ganz neue Ebene des Gameplays. Jede Figur hat nämlich ihre eigenen Fähigkeiten. Rick kann rennen und auf unwegsamem Gelände schneller vorankommen. Kine ist in der Lage, unter Wasser zu kämpfen, was im Vorgänger ja irgendwie nicht so wirklich möglich war. Und Kuh gibt Kirby die Möglichkeit, gegen den Wind anzukämpfen und in der Luft zu gleiten. Aber das ist noch nicht alles. Die Kombination von Kirby und den Tierfreunden ermöglicht neue Variationen der bekannten Copy-Fähigkeiten. So kann Kirby mit Kuh einen mächtigen Tornado erzeugen und mit Rick eine Feuersalve abfeuern. Diese Variationen fügen dem Spiel dann noch eine taktische Tiefe hinzu, die im ersten Teil natürlich gefehlt hat. Es ist eine großartige Weiterentwicklung des bisherigen Gameplays. Ein weiteres Feature ist die Einführung von Kirbys charakteristischer Fähigkeit, die Kräfte seiner Gegner zu kopieren, also die sogenannte Copy-Fähigkeit. Im Vorgänger konnte Kirby zwar Gegner aufsaugen und wieder ausspucken, aber hier kommt die volle Palette an Copy-Fähigkeiten zum Einsatz. Feuer, Eis, Funken und noch mehr. Kirby hat endlich seine ikonische Vielseitigkeit erreicht, die wir aus späteren Spielen kennen. Diese Mechanik wurde schon in Kirby's Adventure auf dem NES eingeführt, aber hier findet sie endlich auf dem Game Boy auch den Einzug. Die Fähigkeit, verschiedene Kräfte zu kombinieren und mit den Tierfreunden zu experimentieren, macht das Gameplay dann doch viel vielfältiger und natürlich auch komplexer und tiefgründiger. Aber es gibt noch mehr zu tun. In jeder Welt gibt es Regenbogenfragmente zu finden, die für das wahre Ende des Spiels entscheidend sind. Ohne diese Fragmente bleibt das Spiel unvollständig und du wirst die wahre Bedrohung von Dark Matter nicht besiegen können. Trotz all dieser neuen Features bleibt dieser Ableger den Charme seines Vorgängers natürlich treu. Die Grafik ist für Gameboy-Verhältnisse detailliert und liebevoll gestaltet und die Musik wieder einmal von Jun Ikashawa komponiert übrigens, liefert eine absolute Klassiker der Serie. Jeder, der das ikonische Theme von Kuh oder den treibenden Beat von Rick gehört hat, wird diese Melodie nicht mehr so schnell aus dem Kopf herausbekommen. Kirby's Dream Land 2 ist in vielerlei Hinsicht eine gelungene Weiterentwicklung des ersten Teils. Es nimmt die Grundidee, Kirby
Kirby auf ein Abenteuer und erweitert sie durch die Einführung von Copy-Fähigkeiten, Tierfreuden und einer offeneren Spielstruktur. Die Kombination aus diesen Elementen macht das Spiel zu einem der besten Titel auf dem Game Boy und ist ein Meilenstein in der Kirby-Serie, zumindest der frühen Teile. Kirby's Block Ball ist ein weiteres Beispiel dafür, wie vielseitig der pinke Knuddelheld ist. Diesmal wird Kirby zum Star eines Breakout-ähnlichen Spiels, das die klassische Mechanik von Blockballerspielen wie Arkanoid oder Breakout mit Kirbys einzigartigen Flair kombiniert. Das Spiel nimmt das klassische Spielprinzip von Breakout, also einem Ball, der Blöcke zerstört, indem er von Pedals abgeprallt wird, und verleiht diesen recht simplen Spielprinzip den Kirby-Twist. Kirby wird in diesem Spiel natürlich selbst zur Kugel. Ja klar, bietet sich ja auch an. Und deine Aufgabe besteht darin, ihn durch verschiedene Level zu katapultieren, um alle Blöcke zu zerstören. Das Besondere dabei, anders als bei herkömmlichen Breakout-Spielen gibt es hier nicht nur ein Pedal am unteren Rand des Bildschirms, sondern manchmal bis zu 4 Pedals an jeder Seite des Spielfelds. Das bringt eine ganz neue Dynamik mit ins Spiel und erhöht den Schwierigkeitsgrad, da du Kirby ständig in alle Richtungen im Blick haben musst. Jedes Level hat dabei seine eigenen Designs und Herausforderungen und einige Blöcke erfordern spezielle Taktiken, um sie zu zerstören. Manche lassen sich zum Beispiel erst durch eine bestimmte Power-Up zerbrechen, was das Spiel eine interessante und strategische Ebene verleiht. Auch die Gegner aus dem Kirby-Universum sind natürlich dabei. Sie dienen als Hindernisse, die Kirby aufhalten oder aus dem Spielfeld werfen können, wenn man nicht aufpasst. Außerdem sind natürlich Kirbys Fähigkeiten mit dabei. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Beispiel kann Kirby nämlich mehr als nur einfach herumprallen. Durch die Power-Ups und speziellen Aktionen kannst du Kirby verschiedene Fähigkeiten verleihen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Blitze zu verschießen oder schneller und kräftiger durch Blöcke zu brechen. Diese Fähigkeiten geben dem Spiel mehr Tiefe und eröffnen dir verschiedene Taktiken, um besonders schwierige Blöcke zu zerstören oder höhere Punktzahlen zu erreichen. Besonders cool ist es, dass ihr durch geschicktes Timing und den Einsatz des Pedals zusätzliche Punkte Boni erspielen könnt. Dadurch fühlt sich das Spiel weniger zufällig und mehr wie ein Geschicklichkeitsspiel an, mit jeder Menge Spielraum, um deine Fähigkeiten zu verbessern und deine Highscores in die Höhe zu treiben. Eines der Highlights ist natürlich das kreative Leveldesign. Während klassische Breakout-Spiele oft nur darauf abzielen, alle Blöcke zu zerstören, bieten die Level viel mehr Abwechslung. Manche Blöcke sind stärker, manche bewegen sich und oft gibt es versteckte Geheimnisse oder Bonuspunkte, die nur durch geschickte Spielen zu erreichen sind. Es gibt sogar spezielle Bonus-Level, die es zu entdecken gibt, wenn du bestimmte Anforderungen erfüllst. Diese bieten nicht nur zusätzliche Punkte, sondern auch eine neue Herausforderung und sorgen dafür, dass das Spiel nicht so schnell langweilig wird. Und dann werden da noch die Bosskämpfe. Ja, du hast richtig gehört. Im Gegensatz zu den meisten Blockzertrümmer-Spielen hat Kirby's Block Ball Bossgegner. Diese Kämpfe sind echt ein Highlight, da du nicht nur herkömmliche Blöcke zerstören musst, sondern auch mit fiesen Gegnern aus dem Kirby-Universum aufnehmen kannst. Und natürlich darf auch hier der typische Kirby-Charme nicht fehlen. Obwohl es ein Block-Zertrümmer-Spiel ist, fühlt es sich dank der liebevollen Grafik und den bekannten Charakteren immer noch an wie ein echtes Kirby-Spiel. Die Gegner, die Umgebung und sogar die kleinen Soundeffekte und Animationen versprühen den unverwechselbaren Dreamland-Fair. Das Spiel ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man ein klassisches Spielprinzip ja aufpeppen und mit neuen Ideen bereichern kann. Das Spiel bietet nicht nur die typische Breakout-Action, sondern kombiniert sie mit Kirbys besonderen Fähigkeiten, kreativen Designs und spannenden Bosskämpfen. Es ist ein herausforderndes und süchtig machendes Spiel, das Fans von Puzzle- und Geschicklichkeitsspielen ebenso ansprechen wie natürlich eingefleischte Kirby-Fans. Ist ja klar. Diesmal verschlägt es Kirby ins Puzzle-Genre und das Ergebnis ist ein charmantes und süchtig machendes Spiel, das seinen Platz in den besten Puzzle-Spielen des Gameboys verdient, obwohl es eigentlich eher unbekannt war, was wahrscheinlich an dem späten Erscheinungsdatum liegt. Das Spielprinzip ist auch schnell erklärt. Es handelt sich um ein Puzzlespiel, bei dem Sterne zwischen verschiedenen Blöcken eingefangen werden müssen. Du lässt von oben Paarungen aus zwei Symbolen fallen, also zum Beispiel Rix, Kainz und Kuhs, die Tierfreunde aus Kirby's Dream Land 2, und musst sie so anordnen, dass gleiche Symbole
aufeinander oder nebeneinander landen. Ziel ist es dann, die Sterne, die zwischen diesen Symbolen erscheinen, zu stapeln, also einzufassen und so Punkte zu sammeln. Das Spiel endet dann, wenn der Stapel den oberen Ende des Spielfelds erreicht, was ja bei klassischen Puzzlespielen wie natürlich Tetris etc. natürlich für das Ende steht. Die Herausforderung besteht darin, so viele Sterne wie möglich zu sammeln, bevor der Bildschirm überfüllt ist. Klingt simpel? Das ist es ja eigentlich auch, aber genau in dieser Einfachheit liegt natürlich auch der Reiz. Was es besonders macht, ist die Vielzahl an Spielmodi, die dafür sorgen, dass nicht alles so eintönig wird. Nämlich Standardmodus, um den du einfach nur darum geht, so viele Punkte wie möglich zu erzielen, gibt es noch den Herausforderungsmodus und den Time-Attack-Modus und so weiter. Jeder dieser Modi bietet eine eigene Art von Herausforderung, was das Spiel angenehm abwechslungsreich macht. Gerade der Time-Attack-Modus sorgt für ordentlich Spannung, wenn du unter Zeitdruck versuchst, möglichst viele Kombinationen zu machen. Ein spaßiger Twist, der den Wiederspielwert natürlich erhöht, auch wenn es an sich ein simples Puzzlespiel ist, mangelt es aber auch keineswegs an den typischen Kirby-Charme. Die Symbole auf den Blöcken sorgen für vertraute und verspielte Atmosphäre, die jeden Kirby-Fan zum Lächeln bringt. Außerdem wird das Gameplay durch kleine und charmante Animationen und Effekte aufgewertet, die das simple Geschehen dann optisch aufpeppen und man hat einfach, ja, ein besseres Gefühl. Und ein weiteres Highlight ist natürlich mal wieder die Musik. Wie bei allen Kirby-Spielen hat auch dieser Ableger hier einen fröhlichen und eingängigen Soundtrack, der das Geschehen perfekt untermalt. Wenn du versuchst, die besten Sternkombinationen zu legen, wird das Geschehen von typischen Kirby-Melodien begleitet, die einfach gute Laune machen. Und die Steuerung ist dabei so simpel wie effektiv und genau das, was man von einem guten Puzzlespiel erwartet. Du kannst die Kirby-Blöcke schnell und präzise platzieren und auch das Tempo des Spiels steigert sich, je länger du durchhältst. Das sorgt für die richtige Maße an Stress und Spannung, ohne frustrierend zu sein. Kirby Star Stacker mag jetzt nicht das bekannteste Spiel der Serie sein, aber es ist definitiv eines der charmantesten und zugänglichsten. Es nimmt das bewährte Puzzlespiel-Prinzip und fügt eine gute Portion Dreamland-Flair hinzu, was für ein süchtig machendes und unterhaltsames Spiel sorgt. Für mich persönlich ein Geheimtipp, obwohl ja eigentlich eine sehr große Marke dahinter steht. Kirby hatte also so einige Spiele auf den Game Boy hervorgebracht, wobei komischerweise nur zwei klassische Plattformer sind. Und der erste Teil war wirklich sehr, ja, auf die Grundlagen beschränkt. Es hatte noch gar nicht alles, wofür Kirby denn später bekannt wurde, mit den Übernehmfähigkeiten und so weiter. Trotzdem ist die Auswahl an Game Boy-Spielen durchaus gelungen mit unserem kleinen Knuddelheld. Und damit konnte er natürlich dann später auf die späteren Konsolen denn starten. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben.